Internationales Testspiel für den SCS vor Bandorf gegen Dunajská Lužna. Und die Witterung war alles andere als gut. Eine Schneeballschlacht wäre vielleicht etwas besser bei den Spielern angekommen. Die erste Chance hatten aber die Gäste. Schöner Schuss, aber Stefan Grell kann den Ball ohne Probleme parieren. Die Pandorfer mit der Antwort. Wendelin auf Dornhakel, der geht auf und davon, aber knapp vorbei. Der Trainer der Gäste war gar nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und seine Elf musste auch gleich das 0:1 hinnehmen. Rasic mit der Flanke auf Steinacher und der trifft zum 1:0. Eines der seltenen Kopftore des Deutschen. Die Bedingungen wurden allerdings immer schlechter und der Schneefall immer dichter. So standen Fehlpässe oder Rutscheinlagen immer häufiger am Programm der Teams. Doch so richtig wollten die Slowaken auch die Geschenke der Pandorfer nicht annehmen. Auch einige wetterfeste Zuschauer schauten bei diesem Testspiel vorbei. Nicht einmal der Tormann der Slowaken blieb von diesem Wetter verschont und rutschte einige Male aus. Knapp nach dem Seitenwechsel dann aber das 2:0 für die Pandorfer. Weiter Ball auf Maximilian Diviljak. Der zieht sofort mit links ab und lässt den slowakischen Schlussmann keine Chance. Doch die Gäste kamen noch einmal heran. Schöne Flanke. Schöner Abschluss und da war das 1:2. Die Pandorfer reklamieren abseits, geholfen hat's aber nichts. Die Schweizer Elf will die Entscheidung. Petric auf Rasic, der umkurvt den Goalie und wird gefoult. Klare Sache für Schiedsrichter Flasch, 11 Meter. Der Schiri sucht noch den Elferpunkt. Rasic lässt sich das nicht entgehen und stellt auf 3:1 für Pandorf. In den Schlussminuten hatte noch Tobias Petric die Chance auf 4:1, doch er bringt den Ball nicht im Tor unter und somit bleibt es beim Endstand von 3:1 für die Burgenländer. Ja, ein Sieg im Vorbereitungsspiel, aber wie man sieht, die Verhältnisse waren nicht gerade besonders, oder? Na, also Vorbereitung Winter, man muss damit rechnen. Grundsätzlich war es heute für den Körper gute Arbeit. Das andere muss man mit Abstrichen sehen. Das erste Tor aus einem Fehler resultiert. Abwehr Martin Rasic das erkannt, Flanke Steinacher per Kopf. Da hat man aber auch gesehen, wieder den Druck, quasi, den man am Gegner ausüben will. Ja, wir wollen attackieren, wir wollen situatives Pressing erzeugen. Das ist uns da ein, zweimal gelungen, daraus resultierte das erste Tor. Und da sieht man schon, also ein bisschen was funktioniert schon. Bei einigen Aktionen hat man immer gehört, raus, 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 umpe raus. Ist man da zu weit hinten gestanden für die und halt zu eng in der Viererkette hinten, nicht breit genug? Ja, wir versuchen kontinuierlichen Spielaufbau, aber noch mit kleinen Mängeln. Und umpe raus heißt nicht, dass der umpe raus muss, sondern dass er nur nach vor muss. Und die Räume ein bisschen größer macht, wir machen sie selber ein bisschen eng beim Rausspielen und da kommen wir dann unter Druck und muss man schon noch einiges ein bisschen verbessern, aber wir sind auf einem guten Weg und Spieler sind extrem willig und wir haben sehr viel Spaß beim Training und das tut sehr gut. Heute noch Schneeballschlacht angesagt? Nein, ich glaube, Spieler sind zu müde für die Schneeballschlacht, aber einen Schneemann haben sie gesagt, bei uns dann werden wir schauen, was wir wirklich machen. Jetzt hat man Norbert Schweiz als Trainer schon 2 Wochen. Was kann man sagen? Wie ist das Training unter ihm? Macht Fußballspielen Spaß oder ist er eher 2,5 Stunden Training? Ist auch nicht immer gerade lustig. Ja, die Zeit ist natürlich ein Wahnsinn, aber es macht trotzdem Spaß. Es ist sehr schnelllebig, es ist sehr viel mit dem Ball, es sind sehr viele Spielformen. Somit die 2 Stunden merkt man nicht, erst wenn man in die Kabine geht und auf die Uhr schaut. Jetzt haben wir wieder das Spiel gewonnen. Heute ein bisschen schwierigere Verhältnisse, Schneeboden. Wie war es zum Spielen? Ja, es war extrem schwer. Jeder Pass, der 10-20 cm weg war, war gleich komplett weg. Da hat man wieder gegenpressen müssen, aber man hat halt für die Genauigkeit sehr viel machen können heute.
Jetzt hat man gegen Rapid knapp verloren, gegen Luschner 3:1 gewonnen. Ist man derzeit mit der Vorbereitung zufrieden und was kommt noch in der Vorbereitung alles? Boah, was noch in der Vorbereitung kommt, das weiß nur das Trainerteam. Aber momentan sind wir sehr zufrieden. Man sieht die Fortschritte, man sieht die Idee, was der Trainer und der Co-Trainer dahinter haben. Man sieht das und wenn wir daran weiterarbeiten als Mannschaft, wird das sicher eine sehr schöne Rückrunde werden. Was ist eine sehr schöne Rückrunde mit vielen Siegen? Ich hoffe nur Siege, aber das wird es wahrscheinlich nicht spielen, aber sehr vielen Siegen und ohne Niederlage. Auf was legt der Trainer am meisten Wert? Ja, auf Passgenauigkeit, auf das Gegenpressing ohne Ball, also das sind die ersten 4-5 Sekunden sehr wichtig und sonst sicheres Passspiel und eigentlich das ist das Wichtigste. Ist das schwer jetzt noch zu erlernen, weil es ist ja doch immerhin ein ganz anderes Spiel, wie man bis jetzt gespielt hat? Nein, es ist nicht schwer zu erlernen, man muss halt reinfinden. Es sind jetzt eine komplett andere Übungen, aber es ist nicht schwer zu lernen. Also wenn man sich konzentriert, ist es sehr viel für den Kopf. Sehr viel für den Kopf. Jetzt habt ihr viele junge Spieler, vor allem gegen Rapid auch eingesetzt, 8 Spieler dann am Ende getauscht. Ist das ein guter Weg mit den Jungen? Ja, ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist. Wir haben sehr gute Spieler bei uns, sehr gute Junge, auch in der Band auf 2. In der dritten Mannschaft habe ich noch nicht so genau zugeschaut, aber da gibt es sehr viele Junge in den ersten 2 Mannschaften. Wenn die weiter an sich arbeiten, wird das sicher ein guter Weg werden. Was ist das Ziel für die Frühjahrsmeisterschaft? Ja, ich hoffe, dass wir Dritter werden, dass wir die 2 Großen vorne ärgern können, wie in Antoine. Und vielleicht können wir sogar noch überraschen und noch weiter vor, aber im Prinzip das Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen.